Und herzlich willkommen zur 9. Lektion in unserem Anfängerkurs für das einhändige Schwert nach Giovanni della Gocchia. Heute habe ich mir etwas Unterstützung mitgebracht, um euch eine sehr wichtige Position in der Bologneser-Tradition zu präsentieren, und zwar Guardia di Testa. Giovanni della Gocchia weicht hier so ein bisschen ab von den anderen Bologneser-Fechtmeistern. Und zwar normalerweise wird Guardia di Testa dargestellt, dass der Schwertarm nach oben auf den Gegner zuzeigt, ungefähr auf Schulterhöhe, und das eigene Schwert zeigt nach oben und nach links. Bei Giovanni della Gocchia ist die Hand noch ein klein bisschen höher, denn Guardia di Testa soll ja den Kopf schützen. Die Schwertspitze zeigt allerdings nach unten. Und dann kann ich den Gegner ungefähr hier so durch dieses kleine Dreieck anschauen. Das ändert natürlich so ein bisschen die Funktion. Ja? Wenn ich sagen würde, okay, Guardia di Testa, das schützt mich wahrscheinlich eher auf der rechten Seite. Obwohl natürlich, wenn ich den Körper hinter mein Schwert stelle, kann mich die falsche Schneide genauso schützen. Guardia di Testa nach Giovanni della Gocchia schützt in seiner Grundposition wahrscheinlich eher die linke Seite. Aber natürlich auch hier durch eine leichte Körperdrehung kann auch hier ein Roverso, also ein Angriff auf meine rechte Seite, abgewehrt werden. So, wie wenden wir diese Position an? Naja, das ist keine statische Position, sondern Giovanni della Gocchia begibt sich immer aus einer anderen Position in Guardia di Testa, um dann einen Angriff abzuwehren und danach natürlich zu kontern. Also, wie kann man so einen Angriff kontern? Beispielsweise einen gegnerischen Mandrito. Ja, es gibt zwei Varianten, die uns Giovanni della Gocchia gibt. Das erste ist ein Mandrito, beziehungsweise am liebsten schlägt er natürlich dann zwei Dritti Tramazzoni. Also wenn der gegnerische Angriff hier kommt, ne, dann werden wir merken, okay, ja, im Prinzip kriegen wir ja schon Druck auf unser Schwert hier und müssen es einfach nur auf dieser Bahn weiter vorschießen lassen, entweder zu einem Dritti Tramazzoni oder zu zwei. Das geht auf der anderen Seite natürlich genauso. Wenn wir von hier Druck kriegen, können wir natürlich genauso Dritti Tramazzoni ausführen. Die zweite Variante ist darauf zurückzuführen, dass natürlich Guardia di Testa schon sehr ähnlich ist zu Giovanni della Gocchias Guardia dagli Corni. Ja, der Unterschied ist, dass in Guardia di Testa das Schwert eher etwas links am Gegner vorbeizeigt, während in Guardia dagli Corni die Hand noch höher ist und das Schwert auf den Gegner zuzeigt. Aber natürlich ist der Übergang vom einen in die andere Hut sehr fließend. Das heißt, ich kann aus Guardia di Testa in einer kurzen, im Prinzip Roverso-Ridoppio-Bewegung, also ich mache hier so einen kleinen, ziehe das Schwert und die Spitze hier hoch, kann in einer kleinen Bewegung in Guardia dagli Corni übergehen und dann natürlich ein Imbroccata bequem stechen. Gut. Und Giovanni della Gocchia gibt uns diese zwei Alternativen, Mandrito bzw. Dritti Tramazzoni und Imbroccata, immer als Alternativen auf einen gegnerischen Angriff, ob nun Mandrito oder Roverso, an. Und mein Assistent soll nun helfen, etwas klarer zu machen, wie wir jeweils auf den gegnerischen Angriff reagieren und wo welche Aktion wahrscheinlich besser wäre. Und dazu versuche ich, den gegnerischen Angriff in zwei grundsätzliche Unterarten aufzuteilen, und zwar einen starken im Prinzip und einen schwachen Angriff. Was meine ich damit? Damit meine ich nicht doller zuhauen, sondern im Prinzip, wo das gegnerische Schwert im Vergleich zu eurem landet. Sagen wir mal, das gegnerische Schwert gleitet eher in eure eigene Schwäche. Ihr merkt also, der gegnerische Angriff ist stark und wahrscheinlich geht er dann weiter nach unten und ihr merkt wirklich, wie das gegnerische Schwert immer weiter in eure Schwäche geht. Das ist der ideale Zeitpunkt, ne, der gegnerische Angriff kommt von hier, um aus dem gegnerischen Angriff rauszutreten, also nach rechts zu gehen und Dritti Tramazzoni zu stellen. Denn ihr werdet merken, wenn das gegnerische Schwert hier ankommt, ihr könnt selbst hier ein bisschen ziehen, das gibt im Prinzip euren eigenen Tramazzoni schon direkt die Kraft, die sie brauchen. Ja, einmal noch von der Seite, also das Schwert kommt hier und ihr lasst einfach die Kraft durchgehen und nutzt sie, um dem Gegner
ein Tramazzoni zum Gesicht zu schlagen. Gut, die Alternative ist, dass der gegnerische Angriff nicht stark, sondern schwach ist. Und ihr werdet es bemerken, dass der gegnerische Angriff eher in eure Stärke gelangt. Ja? Wie gesagt, ihr könnt es immer leicht versuchen, schon grundsätzlich in Guardia, also sobald ihr pariert habt, in Guardia da Licorno zu gehen. Und wenn ihr das merkt, dass dieser Angriff schwach ist, also beispielsweise sehr direkt auf euren Kopf geht und ihr den jetzt hier in der Stärke habt, also sehr nah an eurer eigenen Hand, dass es euch leicht fallen wird, den gegnerischen Angriff einfach weiterzuleiten. Es geht so ein bisschen in die Richtung des drunter Durchtauchens von letzter Woche. Ja, mit einem Roverso Ridoppio. Ja, im Prinzip das gleiche Prinzip. Wir tauchen hier drunter durch, sind dann in Guardia da Licorno, ob mit dem rechten oder dem, hier dem rechten vorne, dem linken Fuß vorne. Und von hier können wir perfekt einen Imbrocata stechen. Okay? So, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Interessanterweise ganz genauso. Erstmal, das Einzige, was wir beachten müssen, ist, dass wir uns selber in Richtung des gegnerischen Angriffs ausrichten müssen. Na, denn ansonsten ist natürlich unser rechter Arm hier einfach offen für einen gegnerischen Angriff. Wir müssen uns also leicht eindrehen. Aber dann grundsätzlich das Gleiche. Landet der gegnerische Angriff hier direkt in unserer Stärke, dann können wir einen Imbrocata stechen. Und zwar jetzt zwar nicht zum Gesicht des Gegners, sondern eher zur Körpermitte, in Richtung Bauch. Aber hier haben wir im Prinzip Kontrolle über das gegnerische Schwert und können nach unten stechen. Kommt das gegnerische Schwert eher wieder in unsere eigene Schwäche, also ihr fühlt, dass es zu stark ist und ihr dem nicht widerstehen könnt, ist das zum Glück auch immer ein Zeichen dafür, dass der Angriff relativ tief zu euch geschlagen wurde. Und wir wissen, die höchste Reichweite haben wir auf Schulterhöhe. Das heißt, wenn jemand tiefer schlägt, können wir dem vielleicht ausweichen und direkt gegen angreifen. Und das wollen wir hier nutzen. Kommt dieser Angriff also hier im Prinzip nach unten auf mein Schwert und ich merke das, dann kann ich auch den einfach durchlassen. Und einfach durch eine kleine Gewichtsverlagerung und auch durch das Gehen im Prinzip hier, wenn der Schlag tief kommt, nach rechts, direkt durchlassen und dann zum gegnerischen Kopf schlagen. Oder natürlich auch zum Arm. Gar kein Problem. Also, der Angriff kommt auf eure Stärke. Wir stechen mit einem Imbrocata. Der Angriff geht in eure Schwäche. Wir schlagen mit einem oder zwei Drititramazzoni. Die letzte Aktion, die ich noch kurz behandeln möchte, ist das sogenannte Ringen. Und zwar, wir haben bisher unsere linke Hand noch kaum genutzt, aber ein Präse kann durchaus nützlich sein. Und zwar könnt ihr mit der linken Hand aus dieser Position sehr einfach, nachdem ihr hier pariert habt, zur gegnerischen Schwerthand greifen. Das gegnerische Schwert kontrollieren und dann mit noch mehr Kontrolle euren eigenen Konter durchführen. Das geht sowohl gegen ein Mandrito, aber natürlich auch hier gegen ein Roverso. Auch hier kann man natürlich dann stechen oder man kann auch schlagen, wie es sich eben gerade anbietet. Also die linke Hand ist natürlich nicht immer nur inaktiv und an eurer Hüfte oder hinter eurem Rücken, sondern sie kann aktiv hier nach vorne gehen, hinter in dem Schutz eures Schwertes oder wenn der Schlag von der anderen Seite kommt, schützt euch euer Schwert hier und zum Gegner gehen. Ihr könnt sogar zur Klinge des Gegners greifen. Das sind schließlich keine Lichtschwerter, die euch sofort die Hand verbrennen, wenn ihr sie nur anfasst. Gerade auf die Fläche, also mit den Fingerspitzen auf die eine Fläche, mit der Daumenwurzel und dem Daumen auf die andere, ist das überhaupt kein Problem, das gegnerische Schwert anzufassen und man kann es sehr gut kontrollieren. Also auch hier auf die etwas größere Reichweite, ein Griff hier und dann ein Gegenschlag ist eine sehr sichere Aktion für euch und im Zweifelsfall könnt ihr sie sogar zu einer Entwaffnung führen und ihr müsst den Gegner im Prinzip nicht mal verletzen. Gut, also einmal alles zusammengefasst. Die Position, die wir heute gelernt haben, war Guardia di Testa. Und zwar kann sie uns sowohl nach
links als auch nach rechts durch eine kleine Körperdrehung schützen. Kommt der Angriff in unsere Stärke, kontern wir mit einem Imbrokata. Kommt der Angriff in unsere Schwäche, kontern wir mit Dreti-Tramazon. Es ist außerdem eine Position, in der wir gut unsere linke Hand mit in ein Ring, in ein Präser nehmen können. Gut, das ist eine ganze Menge zu üben, dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück zur Übung. Die erste Übung, die wir absolvieren wollen, ist der Übergang in Guardia del Licorno und den Dreti-Tramazon. Und dazu starten wir in eine der beliebigen Stretta- oder Lagerpositionen. Und als erstes gehen wir einfach in Guardia di Testa und von hier aus schlagen wir in einem fließenden Übergang zwei Dreti-Tramazoni und gehen nach rechts. Also, auf geht's. Guardia di Testa und Dreti-Tramazoni. Der erste ist der Konter und der zweite Dreti-Tramazone ist wie immer zum Zurückweichen. Wenn wir das haben, geht es jetzt weiter, dass wir uns vorstellen, der gegnerische Schlag kommt jetzt nicht mehr von unserer eigenen linken Seite, der Gegner schlägt also kein Mandrito mehr, sondern ein Roverso. Und das Einzige, was wir dazu nehmen, ist, dass wir uns jetzt etwas bei dieser Bewegung nach rechts drehen. Aber nachdem der Schlag hier hingekommen ist, machen wir weiter, indem wir nach rechts gehen und zwei Dreti-Tramazoni starten. Also wir stellen uns vor, der Angriff kommt von unserer eigenen rechten Seite. Gegner schlägt einen Roverso, zwei Dreti-Tramazoni. Ja, der gegnerische Angriff kommt in Richtung vielleicht unserer Hüfte oder unseres Bauches, geht hier durch und wir lassen ihn einfach weiter. Und wir können hier auch zurückziehen, aber die grundsätzliche Bewegungsrichtung ist eben nach rechts. Also er kommt vielleicht sehr weit hier oben, dann vielleicht eher mit dem Fuß zurück und einfach die Distanz zum Gegner managen. Gut, also Übergang war dir die Tester in Dreti-Tramazoni. Das nächste ist der Übergang von Guardia di Testa, im Prinzip Guardia da Licorno, um ein Imbrocata zu stechen. Und wo dieser Imbrocata endet, hängt natürlich davon ab, wo das gegnerische Schwert ist. Also, wir sind wieder in einer der Lager- oder Stretta-Position. Stellen uns vor, der Schlag kommt von links, also ein gegnerischer Mandrito. Gehen in Guardia di Testa, wir leiten das Teil nach rechts weiter und gehen vielleicht wirklich sogar selber noch nach links und von hier aus können wir ein Imbrocata stechen und dann ist das Schwert vielleicht immer noch auf der Seite. Also, Guardia di Testa, weiter rüber gehen, im Prinzip Guardia da Licorno, Imbrocata und decken und abziehen. Vielleicht auch wieder mit einer kleinen Öffnung zwischendurch. Das war schlecht. Gut. Ähnliches Spiel, jetzt analog für einen gegnerischen Roverso.
Wir drehen uns erstmal wieder. Wir drehen uns auf den generischen Stich zu. Wir denken, das Teil ist hier. Und dann stechen wir diesmal eher etwas tiefer, ne, weil das generische Schwert ist ja hier oben. Wir können sogar diesmal in den, ins generische Schwert im Prinzip reingehen. Beides ist auf jeden Fall möglich. Ja, also das generische Schwert ist hier oben. Wir können sogar hier reinstechen. Das generische Schwert würde dann auf die andere Seite gehen, dann würden wir halt nach dem Stich wieder ein Tramazone schlagen. Ein dritter Tramazone. Also, wir machen eine Öffnung. Der Schlag kommt von unserer rechten Seite. Wir wehren ab und wir stechen eher in Körpermitte und ziehen dann wieder ab. Entweder in wieder Guardia di Testa oder Guardia del Corno oder sogar in Guardia d'Entrata. Oder natürlich in einer der Coda Longa Position. Gut, das soll soweit passen. Das erste, was ich mit euch als interaktiven Dreh zusammenbauen möchte, ist eure grundsätzliche Reaktion. Ich werde Roversi und Mandritti schlagen. Manche gehen nach oben zum Kopf, manche gehen eher in Richtung Körpermitte. Wenn der Schlag nach oben kommt, dann möchte ich, dass ihr euch vorstellt, dass das Teil, dass ihr das mit eurer Stärke kriegt. Ihr zieht im Prinzip wie mit einem Roverso Ridoppio eure Spitze hoch in Guardia del Corno und könnt stechen. Also der Schlag kommt hoch, ihr deckt und stecht mit einem Imbrocato. Kommt der Schlag zur Körpermitte, gleiches Spiel erstmal, Guardia di Testa. Aber nun stellen wir uns vor, es geht eher in unsere Schwäche und wir machen Dritti Tramazzo. Gut, seid ihr bereit? Dann beginnen wir ganz entspannt. Ihr startet in einer der Stretta- oder Lagerpositionen, einer der tieferen auf jeden Fall. Okay, eine letzte Sache möchte ich noch dazu nehmen, denn diese Reaktion aus euren Guardias in Guardia di Testa zu verteidigen, kann durchaus gegen alle gegnerischen Angriffe durchaus wirksam sein. Also nicht nur gegen Mandritti nach oben in die Mitte und Roversi nach oben und in die Mitte, sondern natürlich auch gegen Roversi und Mandritti nach unten. Denn, wir haben ja schon besprochen, die Geometrie schützt euch im Prinzip. Wenn ihr also merkt, das gegnerische Schwert fällt unter eurem eigenen, Schwert hindurch, ist das erste Wichtige, was ihr machen müsst, den Fuß zurückzuziehen. Ja, und tatsächlich, auch wenn ihr merkt, das gegnerische Schwert geht schon eher in Richtung eurer Körpermitte, würde ich wahrscheinlich den vorderen Fuß leicht zurückziehen, einfach nur um sicher zu gehen. Und dann merkt ihr, okay, es geht unter euch hindurch. Und nun habt ihr direkt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr stecht direkt den Imbrocata, indem ihr es noch ein bisschen weiter hochzieht. Oder natürlich, wenn ihr hier seid, könnt ihr
auch nach eurem Imbrokater direkt noch direkt die Tramazzoni hinterherwerfen. Ne? Dieser Imbrokater ist natürlich nichts anderes als schon der erste Teil eines Tramazzoni. Und so bringen wir alles zusammen. Also für Angriffe von unten oder vielleicht auch schon in die Mitte, vorderen Fuß zurückziehen, merken, okay, der geht wahrscheinlich nach unten, Stich, maximale Reichweite nutzen, durchgleiten lassen und direkt noch einen Tramazzone hinterher. Also nochmal von der Seite. Ich merke, der Angriff kommt nach hier. Ich decke mich hier, ich sehe, er geht nach unten. Ich ziehe meinen vorderen Fuß zurück. Ich steche direkt gegen und decke mich danach direkt wieder mit einem Tramazzone. Okay, seid ihr bereit? Es kommen Mandriti und Roversi auf jede beliebige Höhe. Oben, Imbrocata, Mitte, Tramazzone und nach unten wieder ein, im Prinzip Imbrocata, aber schön mit auch maximalen Reichweite und den Fuß vor allem nach hinten ziehen. Auf geht's! Schön wacker bleiben. Und geht immer im Prinzip in Guardia di Testa und kommt der Angriff nach unten oder zur Mitte, zieht ihr den Fuß zurück, ansonsten nach oben, könnt ihr sogar an sich sogar reingehen in den Gegner. Wie gesagt, die Fußarbeit ist immer abhängig von eurer Position zu eurem Gegner. Idealerweise findet ihr da natürlich einen Partner für euch. Das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, macht gerne die Übung direkt nochmal, dann wird es euch bestimmt schon leichter fallen. Ansonsten sehe ich euch nächste Woche dann zur letzten Lektion.